Hallo und herzlich willkommen bei Amnesia, The Dark Descent. Und jetzt gerade bei der Aufnahme ist hier mein so ein Tastaturhebel-Ding umgekippt. So, jetzt so. Und wackelt die Tastatur immer so blöd. Kennt ihr das, wenn man die hinten so hochklappen kann? Und ich habe ja so eine G15 oder so und die hat ein Display und da muss man das hinten ein bisschen höher machen. Ja, ich labere mal wieder hier, um abzulenken. Wisst ihr doch. Kennt ihr doch. Okay, oh. Also wir sind von da gekommen. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Natürlich, ich kann nicht sprinten. Was ist da los? Doch, ich kann sprinten. Sehr gut. Wir sind von hier gekommen. Aus der Zisterne. Und ja, haben hier eigentlich noch gar nicht so groß viel gemacht. Haben wir festgestellt, dass es irgendwie alles total kompliziert und schwierig ist. Und ich keine Ahnung habe, worum es geht. Und hier lag so ein... Genau, das Telefon. Hier liegt dieses Telefon rum. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Ding noch irgendwie brauchen werden. Ich habe aber keine Ahnung, wofür. Kann man das nicht schmeißen? Daraus kann man das schmeißen. Ja, hier können wir die Dinger drehen. Das hatte ich irgendwie mal nach ganz oben gedreht. In der Hoffnung, dass dann was passiert. Ich hatte gerade einen Lichtblick, glaube ich. Weil ich dachte, dass vielleicht das Ding hier runtergefahren wird. Aber... Pass mal auf. Sollen wir jetzt wieder rausgehen? Warte mal. Ich gehe noch mal ganz kurz raus. Will nämlich was gucken, weil vielleicht... Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Was für ein blauen Schimmer? Genau, wir haben ja nämlich diese Brücke da rausgefahren und die Brücke... Da passiert nichts. Nein, da passiert rein gar überhaupt gar nie nichts. Und ich dachte jetzt, wo wir die hochgelassen haben, die Gewichte, dass die Brücke runtergekommen wäre. Aber das ist nicht passiert. Ich habe nicht recht gehabt. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brandenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Will man es wissen, ob Orchideen gut von Blut wachsen? Das wäre mal... Was soll denn das für ein Stuhl sein? Wir passen da... Also... Ich finde, der sieht ein bisschen arg schmal aus. Da könnte sich gerade mal die Kerze draufsetzen. Nun gut. What? Hier sind die Türen wieder zu. Wahrscheinlich ist es so. Und die... Die sind alle runtergefallen. Weil wir die Hebel... Boah, nicht schlecht. Voll mitgedacht, so. So, wenn wir das jetzt wieder hochdrehen, dann... Also, wir können es wahrscheinlich, denke ich mal, wieder hochdrehen. So, ja, okay, das geht. Müssen wir jetzt aber nicht alles hochdrehen, weil es bringt ja eh nichts. Was? Habt ihr das gehört? Da! Scheiße. Alter, hör doch mal auf. Ich habe mich jetzt nicht erschreckt. Das war, manchmal muss ich meine Stimme ein bisschen einsingen und dann mache ich so hohe Töne. Das muss ich machen. Das hat mir meine Stimmtrainerin auch gesagt, so dass das ganz wichtig ist, damit ich halt einfach so die Dings in meiner Stimme halten kann. Und ich quatsch gerade so viel Blödsinn, das gibt's gar nicht. Und hier? Oje, was müssen wir jetzt hier machen? Vielleicht auch drehen, bis es... Es steckt fest. Okay, es steckt fest. Aber hier ist wieder so ein Rohr. Das sieht ein bisschen anders aus als das, oder? Kann man die zusammenstecken? Nein, ich glaube nicht. Könnt ihr Liebe machen? Nein. Sieht aber schön aus. Gibt es hier irgendwas? Oh ja. Ja, Zunderbüchsen. Ja. Ich liebe Zunderbüchse, ich liebe sie. Oh. Gut. Oder auch nicht gut, weil hier haben wir irgendwie gerade nichts gefunden, nichts gemacht und nichts gekonnt. Jetzt haben wir da drüben noch... Oh, das Geräusch macht mich ein bisschen... ich will da nicht rein. Ach so, das war ja...
Ach, das. Hallo. Das rutscht wieder runter. Das ist ja blöd. Bleib doch mal oben. Wenn ich. Wenn ich sage, du sollst oben bleiben, dann bleibst du gefährlichst auch oben. Können wir da nicht irgendwie so. So. Na gut, da passen wir wahrscheinlich eh nicht drunter, denn. Warte. Ich will doch nur. Moment. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das überhaupt zu unseren Aufgaben hier zählt, aber ich möchte es trotzdem einmal versuchen. So, passen wir dann da noch durch? Nee, wahrscheinlich eh nicht. Ach, wenn man es Tada! Nennt mich Honeyblue, Meisterin der Türen. Wer weiß, vielleicht wären wir nicht mehr rausgekommen, weil das hier feststeckt. Naja, vielleicht auch doch. Wie dem auch sei. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich fühle mich gerade ein bisschen zu sicher, glaube ich. Bombs. Ich glaube, das ist ganz schön einsturzgefährdet hier. Wo kommen die Säulen her? Da kommen die her. Ist dann... Nein. Ich dachte gerade, da wäre ein Blutfleck, aber nein. Okay. Ich glaube, gleich werden wir wieder... Gleich kommt bestimmt wieder irgendwas Gruseliges. Weil das Spiel ist ja eigentlich gar nicht gruselig. Nein, das ist nur ein Windzug. Ein bisschen Musik wäre nicht schlecht, Herr Brandenburg. Könnten Sie bitte etwas Schönes auflegen? Okay. Dann ziehe ich mal alle Register. Ups. Aha. Ach, passiert gar nichts mehr. Steckt er also fest. Es ist ein Kolben. Okay. Ich weiß nicht, was wir damit tun sollen. Ich lasse es auch erst einmal. Oh nein. Ich will nichts aufheben. Ich hasse es hier, Sachen aufzuheben. Hier kann man sich gut verstecken. Oh, da kommt bestimmt gleich einer. Dann rennen wir dahinter. Okay. Ihr merkt euch die Stelle. Ich hebe das Ding auf. Was? Ich bin ja nahezu enttäuscht. Haben wir die mal auch noch mit? Können wir da... Hallo, wohnt da jemand? Urmel! Habe ich das jetzt da... Nee, habe ich nicht. Ich dachte schon, ich mache jetzt die Maschine völlig kaputt. Ob das ginge, ob die Physik-Engine oder so hier so gut ist, dass ein Hammer, der da festklemmt, das Ganze kaputt machen würde? Ich will das nicht ausprobieren. Oder drin läuft eine Maschine. Eine Maschine. Hallo. Ah ja, hier ist auch nochmal so ein Dingsbums. Und hier ist noch so ein Dingsbums. Das hat geleuchtet. Das hat ominös geleuchtet. Habt ihr das gesehen? Das war so ein... Nimm mich mit! Du brauchst mich! Nimm mich mit! Okay, kleines Rohr. Ich nehme dich mit. Und leg dich dahin. So, hier ist auch so ein Kolben-Ding und das ist bestimmt alles nur Rost. Und ich weiß nicht, was soll das bedeuten? Sollen wir erstmal auf den Tisch da gucken, ob da ein Brief liegt? Da liegt nämlich einer. Ja, da liegt einer. Okay, dann lesen wir den Brief. Okay, wir lesen den Brief. 3, 2, 1, Brief lesen. 13. Januar 1799. Ach ja, hier, Maschine. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine gesteckt werde. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst erfunden habe. Die Grenzen der Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom, ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch Unterdruck. Von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder vor meinem Monstrum gedacht hätte. Warum kann ich sowas nicht lesen? Wenn ich ein Buch lese, kriege ich es doch auch hin. Gibt's doch gar nicht.
Ich glaube, es gibt keine Folge, wo ich mal ordentlich lese. Aber ich kann's. Also zumindest irgendwie noch so in der 7. Klasse, da ging's. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Was will er uns damit sagen? Dass diese Riesenmaschine eigentlich nur eine Taschenuhr ist? Ich glaub's auch. Ich meine schon, dass das gibt jetzt alles einen Sinn, nicht? Ja, Öl, ja, gib es mir. Okay, ich weiß nicht, müssen wir das jetzt, was, es steckt fest. Okay, also wenn das feststeckt, müssen wir eventuell an der Seite hier, müssen wir eventuell an der Seite hier den Kolben auch reinstecken. Steck ihn rein. Nee, das war jetzt falsch rum. Nein! Okay, jetzt haben wir ihn draußen. Jetzt machen wir so. Dann machen wir so. Oh, ich glaube, ich habe sogar schon richtig. Machen wir so. Und jetzt müsste das dann runtergehen. Oh! Ist das gruselig. War das jetzt richtig? Es hat gewackelt. Daniel, was? Oh Gott. Nein. Wer ist Daniel? Gar nichts. Was denn? Ich wollte nur mal gucken hier. Das sah so schön aus. Oh je. Ist der Typ jetzt gerade hier? Der uns beobachtet? Oder wie ist er in unserem Kopf? Sind wir schizophren? Möchte ich da rein? Es sind so viele Fragen, die noch offen sind. Hallo. Wow. Also dieser Raum, das... Oh, da ist ein Zahnrad. Hallo. Komm ich da ran? Muss ich mich da hochbauen? Was muss ich tun? Muss ich überhaupt irgendwas tun? Ob jeder Raum immer einen Sinn hat? Ich glaube, wenn ich mein Spiel entwickle, dann bitte auch mit Räumen, die einfach mal keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Ich glaube nicht, weil das sind einfach viel zu wenig Kisten, um uns da hochzubauen. Oder? Nein. Okay, nein, hier können wir auch nichts tun. Aha. Ich zähle 1 und 1 zusammen. Weil wir haben doch nämlich hier... Komm mal mit. Tralala. Okay, das sind so selbst konnektierende Rohre. Ich will immer Doppel-W drücken zum Laufen. Nein, Hanni, nicht Doppel-W. Waren es jetzt nur die 3, aber ich glaube, da waren mehr als nur 6 Löcher, kann das sein? Weil man immer nur... Ja, so kommen wir da natürlich jetzt nicht durch. So geht's. weil wir immer nur 1 mitnehmen können. Glaube ich zumindest. Ich habe jetzt nicht mehr ausprobiert. So, und du weißt jetzt, wo du ran musst? Aha, du musst so ran. Ich glaube, wir haben ein Rohr irgendwo übersehen. Schauen wir gleich mal. Jetzt nehmen wir nochmal das mit. So könnte ich auch Klempnerin werden, indem sich die Rohre einfach selbst verbinden, wenn sie wissen, wo sie hingehören. Ob das irgendwann mal... Ja, ist ja gut, so geht das nicht. Ich weiß. Drehen mit R, so und... Mit R, so. So müsste es auch gehen. Jawohl. Oh nein, nicht Doppel-W, Honey. Mann. Jetzt verkacke ich das schon nicht in Mass Effect mehr, weil ich Mass Effect gerade gar nicht spiele. Oh, fuck. Das waren doch genügend. Heilige Mutter Maria und Gottes. Kann ich das jetzt wieder abmachen? Nee. Und wofür ist denn das? Für gar nichts. Okay. Ich will da nicht wieder zurück. Hallo. Ach du Scheiße. Bei mir vibriert es auch irgendwie so ein bisschen. Also durch diesen Bass in meinen Kopfhörern. Oh Gott, ob wir da raus wollen? Okay, wir gehen einfach da raus. Wir sind jetzt mal so mega mutig. Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugeln zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst.
Im Inner Sanctum? Waren wir da schon? Man weiß. Na toll, das hat's ja jetzt... Oh! Okay, erst probieren, dann meckern, Honey. Was? Aber ich hab doch... Die Brücke ist stecken geblieben und muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Ja, aber ich heb sie... Oh, jetzt sag mir nicht, wir müssen da rein und wieder... Okay. Okay. Oh, er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Aber es zeichneten sich weder Form noch Konturen ab. Weder das eine noch das andere. Ich befürchte Schlimmstes. Oh, wie das hier zittert und wackelt alles und brummelt und dummelt. Und nur dieses kleine Türchen... Alter, das ganze Teil muss eigentlich zusammenbrechen. So wie die Wände wackeln. Da? Oder ich bin das, die so zittert. Das kann natürlich auch sein. Oh, und es sind wieder alle Türen zu. Wahrscheinlich sind deswegen auch alle Türen zu, weil... Hallo? Hallo? Okay. Müssen wir das jetzt hier wieder zum Klacken bringen, oder... Es steckt... Aber... Was soll das heißen, es steckt fest? Das kann ich tun. Oder sind es die auf der anderen Seite? Ich weiß nicht, welche... Nee, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich steckt es jetzt auch fest. Ja, es steckt fest. Ist hier noch irgendwo ein Rohr? Er hat nämlich nur drei Rohre. Aber es hieß ja, wir müssen die wieder hochziehen, die Brücke. Oh, jetzt muss ich hier wieder nachdenken, ey. Mann. So, da möchte ich unbedingt auch rein. Ich habe da voll Spaß dran. Ziehen wir sie jetzt mit dem Kolben hoch? Ich bin noch keine Brückenkonstrukteurin. Ingenieurin. Dingsbums. Mechanikerin. Egal, wir versuchen es einfach. Probieren geht über studieren. Okay, also dann muss der hier hoch. Es steckt fest. What the fuck? Ist aber auch kein Rohr mehr. Das dreht sich alles? Warum dreht sich das alles? Naja, ist ja auch egal. Das tut's jedenfalls. Okay, vielleicht war es doch draußen. Jetzt schauen wir nochmal hier. Ups, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Vielleicht war es doch draußen, dass wir mit der Brücke an sich was machen müssen. Dass wir irgendwie drauf springen und sie hoch. Das steckt fest, natürlich. Dass wir sie manuell hochziehen müssen, oder was weiß denn Egg? Egg war es doch gar nichts. Hier drin jedenfalls müssen wir nichts tun. Also raus, raus, raus. Immer schön die Türe raus. Das blaue Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Und es blendete ihn, genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hat irgendwas gemacht, was ich nicht lesen konnte. Geht einfach zurück und drückt auf Pause. Okay, ja, ich würde es jetzt gerne ausprobieren, aber die Folge ist vorbei. Es ist unglaublich, die Folge ist... Da können wir nichts machen, nee, da können wir nichts machen. Können wir das eigentlich hochziehen? Auch nicht mehr. Gut, ja, es war mir eine Freude und ein Fest wie immer, weil diesmal war es nämlich nicht gruselig. Oh, das ist schön. Endlich mal was nicht gruseliges. Hatte mir das sehr Spaß gemacht. Der Habele ist gemerkt. Super. Ja, habe ich gern gemacht. Es war mir eine Freude, ein Fest, ein was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, meine Lieben, haut rein. Tschüss.